Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Alpha Saphir. Und wir sind auf Route 112 angelangt. Das heißt, hier gibt es folgende Pokémon in Massenbegegnungen. Treten Kamaup und Macholo auf. Und im hohen Gras befinden sich Kamaup, Macholo, Kamaup und Macholo. Also im Norden und im Süden. Jeweils. Damit ich das nochmal klar differenziere. Und dann wollen wir uns doch erstmal hier ein bisschen umsehen und da merken wir doch, dass ein Pokémon sich aufhält. Ah, nicht so schnell. Warum hat das jetzt nicht... Ach, verdammt, Itemradar. Ja, ich weiß. Dieses verdammte Itemradar. Damit kann man nicht schleichen. Warum eigentlich? Wer hat die Idee gehabt, dass man per Itemradar das nicht kann? Habe ich überhaupt schon eine Feenattacke? Nein, habe ich noch nicht. Aber das kommt ja später erst. Gut, dann flüchten wir erstmal. Und ich bin auch entkommen. Sehr schön. Ja, dieses blöde Itemradar, das... Warte mal, ich mache das hier mal ganz kurz aus. Da können wir jetzt hier nämlich erstmal ein bisschen durchschleichen oder ein bisschen schneller. Und gucken mal, was es hier Schönes gibt. Nur eine kleine Abkürzung, wie es aussieht. Ach so, darum gehe ich diesen einen Trainer hier. Ich bin ein starker Junge. Ich weine bestimmt nicht, wenn ich verliere. Das sagen sie alle, diese Halbstarken. Warum hat die Stoppuhr noch nicht angefangen zu stoppen? Carol. Eine Christmas Carol oder sowas. Nein, keine Ahnung. Auf jeden Fall gucken wir doch mal. Wir sehen, dass er zwei Pokémon hat. Deswegen lohnt es sich wahrscheinlich erstmal einen Ein-Igler zu machen. Gleichwohl er einen Ruckzuck-Hieb auf mich verübt, aber das ist ja nun nicht weiter schlimm. So, und dann werden wir mal schön. Warte mal, ich wollte doch mal ganz kurz was gucken. Und zwar wollte ich nur mal die Attacken sehen. Ich glaube, Walzer war physisch, ne? Walzer war physisch, genau. Deswegen ist es auch erstmal ganz gut im Team. So, nun aber sollten wir im Kampfgeschehen weitermachen mit dem Walzer. Also keine Mühen scheuen. Was machst du denn? Ach so, Energiefokus oder sowas. Genau, pumpt sich auf. Steigert die Chance auf Volltreffer oder so. Aber gut, was soll's. Schwalbini war erstmal besiegt. Ich meine, bei dem physischen Angriff, da kannst du nichts entgegensetzen. Und so ist Niklas in kürzester Zeit zu einem sehr kampffähigen Pokémon geworden. Also ihr seht's ja, Angriff ist wohl nur 42, aber wie gesagt, man muss gucken. Oh, es will Nassschweif erlernen. Na, warte mal. Nassschweif ist eine physische Attacke, hat zwar schlechte Genauigkeit, aber Leute, das ist eine physische Attacke. Die muss rein. 90-90. Fehlt nur noch eine 60 dazwischen. Yay. Da wäre es eine 90-60-90-Attacke. Also eine perfekte. So, dann gucken wir doch mal, was hier als nächstes kommt. Ein Zubat. Nein, ich möchte das Pokémon nicht wechseln. Ach wohl, wenn er mit Gift trifft, habe ich ein Problem. Aber Walzer wird schon den Rest erledigen. So, zack, das war's dann. Tschüss. Genau so muss das. Aufgrund des Gifttypes umso besser. Ja, obwohl, der Flugtyp. Nein, ich weine nicht. Ich weine nicht. Ja, das sagen sie alle. Jetzt gucken wir erstmal hier, ob hier irgendwo noch ein paar Items rumliegen. Dem scheint aber nicht so zu sein. Da kommen wir nicht hin. Noch nicht zumindest. Und dann Schlotsberg. Was? Irgendwas mit Gipfel? Moment. Bad Lavastadt oder den Gipfel erreicht man per Seilbahn. Ja, gucken wir doch mal, ob das auch so ist. Liegen hier noch Items rum? Nein, erstmal ein Wanderer. Durch das viele Bergsteigen sind meine Beine richtig kräftig geworden. So leicht werden sie also nicht einknicken. Ja, Bergsteigen ist schon anstrengend. Ja, das stimmt, weil man halt, sag ich mal, seine kinetische Energie der potenziellen Energie entgegensetzen muss und so. Naja, wie dem auch sei. Ich habe jetzt erstmal einen schönen Nassschweif, der jetzt richtig reinhaut, wenn er trifft. Röms! Es sei denn, du hast Robustheit. Nein, hast du zum Glück nicht. Das freut mich natürlich sehr. Okay. Ja, dadurch kannst du nämlich auch ganz schnell aufschließen. Nein, wir möchten das Pokémon nicht wechseln. Und werden weiterhin mit Nassschweif angreifen, auch wenn es nur 90 Genauigkeit hat. Aber das ist mir sowas von egal. Und leider nur 10 AP hat. Und da hat man die Robustheit. Nur Steinwurf, wow. Das war ja mal sowas von effektiv. Ich komme aus dem Staunen gar nicht mehr hinaus, muss ich zugeben. Aber jetzt ist dem auch, ja,
Rechnung getragen worden. Du hast nicht getroffen, hast mir keinen Schaden zugefügt und ich freue mich darüber sehr. Als nächstes Mal wieder ein Kleinstein. Ja, da reicht sogar der Blubstrahl aus. Ich meine, der hat trotzdem 90 Stärke. Und deswegen, ja, ne? Weg damit. Es sei denn, du hast mal wieder Robustheit. Nein. Mein Glück. Wahrscheinlich hatte der mal alle Fähigkeiten durch oder so. Keine Ahnung. Ach, ich habe einen Krampf im Bein. Tja, zu wenig Calcium. Nee, Magnesium. Ups. Seilbahn zum Schlotberg. Nur noch ein paar Schritte. Hä? Der hat doch gerade zur Seite geguckt. Na, wie sieht's aus? Ein Kämpfchen gefällig? Du und ich? Ja. Meinst du? Na gut. Ja, wenn du einen Kampf unbedingt haben willst, dann gucken wir mal Gisbert Kamaup. Ah, sehr schön. Da freut sich doch. Da freut sich doch Niklas. Da freut sich Niklas wirklich sehr, dass er hier einen Blubstrahl anwenden kann. Also Flieg und Sieg. Und tschüss. Tschüssi. Schick mir mal auch eine Ansichtskarte aus deinem Pokéball. Vielleicht ist er ja anders als hier Niklas Pokéball oder so. Man weiß es nicht. Und Angriff plus 3. Und zwei Schnappsein hatte ich da gerade. 44 und 33. Macholo. Ja, natürlich möchten wir das Pokémon wechseln. Metang. Ja, genau, Metang. Du kannst noch ein bisschen was tun. Und irgendwann dürfte sich ja auch, na, sag schon, Jungglut weiterentwickeln. Stufe 36 oder so. Aber das dauert noch ein bisschen. Bis dahin haben wir noch ein bisschen das Vergnügen mit seinem Kopfstoß beispielsweise. Was ja erstmal ordentlich Schaden anrichten wird. Es hätte mich gewundert, hätte es das überlebt. Aber na gut, wie dem auch sei. So, ein paar Erfahrungspunkte und Gisbert war's besiegt. Ich hab verloren. Ja, gut. Dann wandere mal weiter. So. Ach, wer steht denn da schon wieder rum? Ach. Ach. Ach, Nörgeln und Zetern liegt mir irgendwie nicht. Ich bleibe lieber beim Grummeln. Ach. Wo bleiben die anderen, die nach Laubwechselfeld aufgebrochen waren? Was trönen die so rum? Ach, ich will auch endlich mit der Seilbahn nach oben zum Gipfel fahren. Ich will auch mal fahren. Ich will auch mal fahren. Gut, dann bleibt uns ja nichts anderes übrig. Wir haben nichts weiter zum Entdecken. Deswegen gehen wir doch mal hier hinein. Feuriger Pfad. Naja, das klingt doch schon so wie perfekt für unser Azumarill. Feuriger Pfad, wartet mal. Da gibt es übrigens in der Höhle Kamaup, Macholo, Quirtle, Schneckmark, Slimer, nur ein Alpha Saphir. Was? Ach so, ja, nee, aber Slimer gibt es hier in beiden Editionen. Sorry, da habe ich nichts gesagt. Ach so, das wechselt sich aber. Passt auf. Also, in Alpha Saphir ist Slimer häufig und in Omega Rubin ist es selten. Dafür ist Smogon in Alpha Saphir sehr selten und in ja, Omega Rubin häufig. Dann haben wir noch Massenbegegnungen in Kamaup. Schneckmark, Slimer und Smogon. Slimer aber nur in Alpha Saphir und Smogon in Omega Rubin. Also die Massenbegegnungen, versteht sich. So, und dadurch, dass ich noch ein paar AP sparen möchte, reicht ein Blubstrahl für dieses Kamaup auch aus. Ich könnte es natürlich auch fangen. Ja, stimmt, da habt ihr eigentlich auch recht. Naja, egal. Es wurde jetzt besiegt. Das nächste Pokémon, was ich holen werde, ist sowieso ein anderes. So, das können wir noch nicht machen. Ach so, wartet mal, Beute. Ich wollte sowieso noch mal was nachgucken. Und zwar Stärke. Ach ja, übrigens, Zickzack kann das nicht erlernen, aber Geradax kann das. Geradax kann das erlernen. Versucht Stärke zu erlernen. Ja, natürlich soll einer ersetzt werden. Welche Attacke soll vergessen werden? Na, da brauche ich nicht lange überlegen. Es wird keine davon sein, es wird ganz einfach, ups, es wird ganz einfach mal der Schnüffler sein. Genau. Wir haben jetzt mal den Schnüffler vergessen. Zack. Aber ich kann es, wie gesagt, leider noch nicht anwenden. Deswegen werde ich auch nochmal ganz kurz abspeichern, damit ich den ganzen Kram nicht nochmal machen muss. So. Also Spiel gespeichert. Wunderschön. Hier geht es aber auch erstmal nicht weiter. Also zumindest dort nicht lang. Deswegen gucken wir mal hier entlang.
und sehen, dass wir schon wieder in der frischen Luft sind. Auf Route 112, das ist jetzt so der nördlichere Teil, sage ich mal. Und du möchtest gegen uns kämpfen. Ich bin kein Amateur, der gegen Kinder nur mit halber Kraft kämpft, kapiert? Na, wieder so ein Halbstarker. Der meint vor Kindern oder vor Jüngeren irgendwie was reißen zu müssen. Magneien. Schade, 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 dass ich noch nicht eine entsprechende Attacke habe, die aber bald kommen wird. Das hat keinen Bedroher? Das wundert mich jetzt. Ich werde aber trotzdem mal das Pokémon wechseln, damit Jungglut, also The Francis, hier noch ein bisschen was hat. Deswegen, komm zurück. So. Okay. Angeberei. Nein, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Das mag ich gar nicht. Jetzt steigt nämlich mein Angriff um 2 Stufen. Also um wie viel Prozent? Es ist sehr viel auf jeden Fall. Aber ich setze es trotzdem ein. Und dadurch haut es umso stärker rein. Also danke im Endeffekt. Endeffektlich. Nein. Im Endeffekt ist schon richtig. Jetzt fange ich auch schon an, nur Endeffekt zu sagen. Naja, egal. Das war das Werk eines Profis. Ja, da kannst du mal sehen, wie ein Profi hier rangeht, ne? Dann wollen wir uns zuerst mal ein paar Piersiebenbären schnappen. So, du hast also 3 Bären bekommen. Wunderschön. Ja, Route 112, die Pokémon, die hatte ich ja schon vorgelesen. Ach ja, ist schön, wenn man so ein Lösungsbuch neben sich liegen hat. Da kann man sich das alles wunderbar angucken. Vor allem ist es halt auch schön, also da ist es mal eine grobe Richtung gegeben, wie, also eine Empfehlung, wie man am besten hier vorgeht im Spiel. Und die beschreiben das ja wirklich auf hunderten von Seiten. Das ist schon irgendwie cool. Dösigkeit, okay. Fähigkeit Dösigkeit. Und es hat die Attacke Glut. Es wäre zumindest mal ein Feuer-Pokémon. Na gut, warte mal. Ach komm, wir werden mal eins weiter einfangen. Werde ich zwar jetzt nicht ins Team holen oder Team nehmen, aber egal. Ach, obwohl, nö. Müssen wir jetzt nicht machen. Nein, das müssen wir jetzt nicht machen. Ich habe es aber trotzdem schon mal mir angeschaut, damit es zumindest, ja, damit es zumindest, ja, schon mal registriert wurde im Schnupperradar. Wir haben hier wieder Route 111 und gucken erstmal gen Süden. Wo wir allerdings nicht weit kommen sollten, genau. Diese Wüste, die können wir noch nicht bestreiten. Die muss erstmal umgangen werden, was wir ja auch gerade gemacht haben. Und ein weiterer Trainer aber. Zeig mir, wie stark dein Pokémon-Team ist. Mach ich. Kein Problem. Kannst du gerne haben. Ass-Trainer Pascal. Ein Fritzelblitz. Nein, bitte nicht. Bitte kein Fritzelblitz. Das mag ich gar nicht. Aber, warte mal, Stufe 20. Nee, das mache ich nicht. Deswegen Pokémon. Ich habe noch nicht wirklich was Effektives dagegen, aber egal. Wir machen einfach mal mit Metang hier kurzen Prozess. Da er zumindest hier ein bisschen was anrichten sollte. Ich hoffe zumindest, dass er jetzt nicht auf die Idee kommt, eine Donnerwelle anzuwenden. Nein, Ruckzuckhieb. Das macht es trotzdem nicht effektiver. Zen-Kopfstoß, da das andere sehr oder relativ uneffektiv ist. Okay. Es greift keine Statik. Sehr schön. Da bin ich sehr zufrieden mit. Aber trotzdem hat Niklas sein Level up auf Stufe 23. Und als nächstes Makuhita. Ach nö. Da bleibe ich doch natürlich drin. Makuhipster. Yay. Makuhipster. Das ist der Name, den der Mike ihm gegeben hat. Mogelhieb oder was? Ja, Mogelhieb. Naja, das ist halt schon Standard bei Makuhita. Da ist das gerne mal anwendet. Aber okay. Klappt höchstwahrscheinlich nur einmal hintereinander. Danach sinkt die Wahrscheinlichkeit. Oder ich glaube, das geht dann gänzlich nicht. Aber okay. Oh, als nächstes ein Kindwurm. Ja, sehen wir doch gerne. Das sehen wir gerne. Also Niklas sieht das vor allem sehr gern, da es ein Boden-Pokémon ist. Aber schön, dass wir das hier auch schon mal sehen. Das können wir erst später bekommen. Aber wie dem auch sei, das ist ja relativ... Ach, Kindwurm. Nein, das habe ich verwechselt. Ich habe das verwechselt. Verdammt. Also Walzer. Wir probieren es mal mit Walzer. Mal gucken, was das anrichtet. Ja, es macht ein bisschen was an Schaden. Das macht schon mal gar keinen Schaden.
Oh, wie konnte ich denn das jetzt verwechseln? Aber ich habe nichts Effektives gegen Drachen. Noch nicht. Noch nicht, sage ich. Aber das wird bald kommen. Mit richtigem Level. Da wird garantiert eine richtig effektive Attacke kommen, die auch Drachen-Pokémon was anhaben kann. Und Kindwurm hat nämlich gar keine Chance gegen, na sag schon, Azumarill. Ha, riechst du das auch? Hier riecht es ganz verdächtig nach Abenteuer. Ja, no doubt. Das hier ist der perfekte Ort. Das muss, ja, einfach eine geheime Stelle sein. Hier ist genug Platz, um eine super tolle Geheimbasis einzurichten. Der Typ, der sieht lustig aus. Sag was einfach mal so. Howdy, Pokémon-Trainer, was kann ich für dich tun? Hä? Du wolltest gar nicht mit mir reden? Come on, sei doch nicht so schüchtern. So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Lass uns kurz plaudern. My name is Johnson, ich stamme aus Einall. Ich bin 25 Jahre jung. Ich bin schon seit 11 Jahren auf der Suche wandere umher, um meinem Dream zu folgen. Was mein Traum ist, willst du wissen? Ein Place zu finden, der nur mir gehört und an den ich hingehöre. Solchen Ort nenne ich Supergeheimbasis. Ich bin all over Hoenn unterwegs, um die ideale Supergeheimbasis aufzuspüren und einzurichten. Was? Sag bloß, du weißt nicht, was Geheimbasen sind. Ein Leben ohne Geheimbasis ist einfach zu traurig. Pass auf, Partner. Ich klär dich auf. Are you ready? Also gut, was sind Geheimbasen? Die Kurzfassung lautet Abenteuer pur. Und jetzt die Langfassung. Geheimbasen sind tolle Orte, an denen dich jeder besuchen kann und wo du dank vieler Deko-Objekte die Welt deiner Kreativität zeigen kannst. Und wo wir schon mal dabei sind, zeige ich dir gleich, wie man eine Geheimbasis einrichtet. Hier, Partner, nimm erstmal das. Geheimpower. Ups, Schluck auf, sorry. Mit dem Move Geheimpower kannst du Eingänge zu versteckten Orten aufspüren. Aber Eingang klingt irgendwie totally langweilig. Deshalb sag ich lieber Geheimstellen. Das klingt irgendwie mehr nach Abenteuer. Ah ja. Yeah, schau mal her. Yeah, das hier ist eine geheime Stelle. Siehst du, wie die Ranke da jeden Augenblick von dem Baum herabzufallen scheint? Exakt, an solchen Orten musst du Geheimpower einsetzen. Aha. Oh yeah, davon kriege ich nie genug. Das war der erste Schritt zu deiner eigenen Geheimbasis. Genauso findest du Eingänge zu Geheimbasen mit anderen Worten, also die geheimen Stellen. Merkt ihr das bitte gut. Oh ja, kleines Kabuff, aber fein, ne? Nicht schlecht, für was für ein toller Grundriss. Hinter jeder Geheimstelle verbergen sich Räume, die unterschiedliche Grundrisse und Größen bieten. Wenn du also eine solche Geheimstelle siehst, solltest du zumindest einen Blick hineinwerfen. Stell dir vor, wie es erst aussehen wird, wenn jemand diesen Ort als seine Geheimbasis eingerichtet hat. Deko-Objekte, soweit das Auge reicht, und jeder Menge gut gelaunter Freunde. Die bloße Vorstellung macht mich schon happy. Hä? Ach ja, wie heißt du eigentlich? Ach, The Francine, also? Dann spitz mal die Lasche, The Francine. Ja, dann gebe ich dir jetzt noch einen useful Tipp. Wenn man fröhlich ist, sollte man sein Glück auch in Worte fassen. Dann fühlt man sich gleich doppelt gut. Na, willst du mir verraten, was du sagst, wenn du fröhlich bist? Ja. Warte. Da habe ich schon was. Nämlich läuft. Ganz einfach, läuft. So. Genau, läuft. Was für ein Spruch, ne? Ja, ich weiß. Ja, yeah, läuft. Das fetzt. Du willst wissen, warum ich dich sowas frage, aber das liegt doch auf der Hand. Es ist offensichtlich, dass du in Zukunft oft Grund haben wirst, freilich zu sein. Geheimbasen sind Abenteuer pur und geben dir ganz oft Anlass dazu, freundlich zu sein. Eigentlich könnte ich mir direkt hier meine Geheimbasis einrichten, aber dieser Grundriss wäre irgendwie besser für dich geeignet. Ach, weißt du was, ich überlasse dir diesen genialen Platz. Echt nice von mir, oder, Partner? So, rums, rums, rums.
So, das ist jetzt deine persönliche Geheimbasis. Du kannst sie ganz nach Belieben gestalten. Deine Möglichkeiten sind fast keine Grenzen gesetzt. Ah, noch ein Wort zur Umgebung deiner Geheimbasis. Über den PC in der Geheimbasis kannst du Deko-Objekte nutzen, mit denen du deinen Unterschlupf ganz nach Lust und Laune einrichten und gestalten kannst. Okay. Ja, da haben wir den schon mal. Dort steht der PC. Mit ihm gelangst du an die einzelnen Gegenstände zur Dekoration deiner Geheimbasis. Wähle einfach die Objekte aus, die dir gefallen und platziere die entsprechend deiner Vorstellung. Beliebig dürftest du noch nicht allzu... Ach so, bislang dürftest du noch nicht allzu viele Objekte haben, also will ich dir mal ein paar spendieren. Yay, Deko-Objekte von Johnson erhalten. Oh, last but not least, mit der Einrichtung deiner eigenen Geheimbasis hört der Spaß noch lange nicht auf. Du kannst nämlich auch anderen Leuten in ihrer Geheimbasis einen Besuch abstatten. Wenn du die Geheimbasis von jemand anderem findest, dann zieh dich nicht und wirf einen Blick hinein und leg dir außerdem ans Herz, jeder fremden Geheimbasis die Fahne nehmen, den PC einzusacken. Das lohnt sich später total, versprochen. Aber ein andermal mehr dazu. Ich wünsche dir jetzt erstmal loads of fun in deinem Geheimbasen-Alltag. Das heißt eigentlich lots of fun, oder? Also viel Spaß. So, ich mache mich mal langsam auf den Weg und verzeih den Fauxpas. Die Suche nach meiner eigenen perfekten Geheimbasis must go on. Ja, wie my heart, ne? Jetzt heißt fürs erste Abschied im Partner. See you later, the friend scene. Wenn du mich brauchst, findest du mich in der Geheimbasengilde in Baumhausen City. Ja, gut. Dann bist du jetzt auch verschwunden. Und das war jetzt ein was für ein Monolog. Okay, gut. Dann schauen wir uns das nochmal an. So. Geheimbasis umgestalten. So. Ach, kann ich jetzt hier hinsetzen? Also, kann ich jetzt einen Hocker hinsetzen? Genau. Setzen wir mal den Hocker dahin. Ach so, und das kann ich jetzt wieder... Genau, stellen wir jetzt hier hin. Dann kann ich hier noch irgendwas... Kann ich hier auch was draufstellen? Ach so, das kann ich... Yay! Warte mal. Zack. Ich habe gerade Bock dazu. So, ich baue jetzt hier einfach mal sowas. Ist das nicht toll? Ja. Ich möchte das beenden und so sieht nun meine kleine Geheimbasis aus. Nein, ich möchte hier... Danke. Ach, ist das schön. Und wisst ihr was, so entspannt werde ich jetzt auch diesen Part beenden und ich hoffe, dieser hat euch soweit gefallen fürs Zusehen und Kommentieren. Danke ich euch ein und deswegen sage ich im nächsten Part von Let's Play Pokémon Alpha Saphir. Sieht man sich!